Kochen 13.02.2019 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube. Ü und Phi Paragraph T U M Paragraph T und Rufi ET und Phi Paragraph Zru und Phi %%. Drei Ehre Ereali GFR Letzken Läpes K kennen Paragraph Eats Goofs beneilken. Wenn Zets kommen, Braukürken Paragraph Eats und Termoisinel das Brot Aurötem und EU Belgtelferzk. Tee für die Mandelcreme, die Mandeln in einer beschichteten Pfanne ohne Öl vorsichtig anrösten, bis sie duften. Die Mandeln noch warm in einen Blitzhacker geben. Erst hacken und dann mit Hilfe der Pulsfunktion zu einer Paste verarbeiten, zwischendurch immer wieder zwei bis ruhen lassen. Falls nötig, die Mandelpaste immer wieder von den Wänden des Blitzhackers schaben. Falls die Creme zu zäh ist, das Öl dazugeben. Die Creme mit einer Prise Salz und Zucker oder Agavendicksaft würzen und alles noch einmal kräftig vermixen. Für die Weintrauben waschen, gut trocknen, von den Stielen zupfen und halbieren. Margarine oder Öl in eine Pfanne erhitzen, die Trauben zugeben und circa bei mittlerer Hitze im Fett schwenken. Die Trauben herausnehmen und lauwarm abkühlen lassen. Den Schnittlauch waschen, trocken schütteln, in feine Röhrchen schneiden und zusammen mit den rosa Pfefferbeeren unter die Trauben heben. Die Mischung mit Salz abschmecken. Vieh. Ionbakolen auf 200 vorheizen. Die CIA-Butter in 12 Scheiben schneiden, mit etwas Öl beträufeln, auf ein Brett mit Backpapier regen und im Ofen, Klammer auf oben, Klammer zu, in 5 bis goldbraun rösten. Die Mandelcreme auf die noch warmen Scheiben streichen und die Trauben darauf verteilen. Die Crostini sofort servieren, solange sie knusprig sind.